So, Freunde. Ich habe die Silvia getroffen. Ich habe den Thomas getroffen. Hi. Hi. Und den bekloppten Robert ist da. Oh, seid ihr laut. Der mich Gott sei Dank nicht hört. Also warum sagt der Mecker jetzt unterwegs nicht an, ja? Ja. Alles Roberta zu. Ist raus. Alles zu. Ach, ein Gang drin. Warum das denn? Raus hier. Rückwärts. Wie willst du denn jetzt umdrehen? Gar nicht, ne? Du bist ganz schön schlau, du. Ich fahr mal vorne vor. So. Weiß nicht wohin. Was für ein Schreck ist das hier? Sind alle da? Du fährst ja jetzt nach Altena, ne? Ja. Hast du einprogrammiert? Ja. Ja, dann sagt er dir doch wohin, oder? Ich vermute. Ja. Rechts, ne? Ich vermute rechts, ja. Und wir sind jetzt noch ein Stück durch Hagen. Was ist denn unser Rollmops? Der rollt. Rollt der? In welche Richtung genau? Wer ist denn Rolli-Mops? Robby-Mops. Oder Roberta auch genannt. Roberta. Roberta. Der kommt jetzt hinter mir, also. Okay, dann können wir los. Ne? Tommy ist auch da? Ne, sehe ich nicht. Ja, der kommt ja. Da vorne rum. Da kommt er, ja. Ja, und dann fahren wir hinter diesem Auto her. Hopp. Ah, ich Zweiter? Okay, ich Zweiter. Ich habe ja die Heckkamera auch an. Dann können Sie mal ab und zu mal winken. So, Deckel zu. Sitzheizung an, jetzt mache ich alle GS-Fahrer neidisch. Fußrastenhaltung, was auch an? Ja, die ist auch an. Aber ich muss mir noch die Fingerspitzenheizung anschaffen. Aber ich habe... Sind das die Reifen, die so pfeifen? Reifen, die pfeifen? Ja, die haben gerade... So Pfeifereifen. Was ist hier bei Opa-Reifen? Ey, das ist so geil, ne? Pfeifen auf dem letzten Loch. Mit der Temperaturanzeige. Ach so, scheiße, lass uns mal rüberfahren, da ist eine Tanke. Ach ne, jetzt schon? Ja, machen wir es jetzt. Wo ist die denn überhaupt? Ist doch teuer. Ne, dann tanke ich noch nicht. Ja. Ja, sollen wir noch ein bisschen fahren oder wie? Ja, wie weit kommst du denn noch? 90 Kilometer. Ja, dann fahr doch noch ein bisschen. Ah, egal, jetzt bist du hier, tanke jetzt. Wo ist denn die Tanke? Ja, hier, ne? Haben sie verkauft. Komm ich da rein? Juhu. Ist doch zu. Das ist auch zu. Nein. Was ist los? Also 5 Liter tanke ich nicht. 5 Liter? Wieso 5 Liter? Ja, mehr fällt mir nicht. Ach so. Ich bin noch dreiviertel voll. Ja, dann sag das doch. So, Freunde, die Weiber halten wieder alles auf hier. Ja, wie ist das? Schminken und so. Ja. Super E5, den nehme ich. So, weiter geht's. Kannst du mir gleich mal sagen, ob die Scheinwerfer von der Höhe her passen oder ob das irgendwie blendet oder so? Roberta muss noch aufsteigen. Roberta? Roberta. So, hier runter. Hui. Das ist ja mal hui. Kommt da jemand von da? Jo. Eine Drecksabfahrt hier für Mopedfahrer. Ja, ne?
der Hinterradbremse bremsen. Dann fliegst du nämlich nicht um. Weißt du nicht? Ja, wie wenn ich die Beine unten habe. Ist ja witzig. Ja, das eine ist eh in der Luft. Jetzt auch auf die Bremse stellen. Das stimmt allerdings. Frei oder nicht? Oder nicht? Ja, warte mal, von hinten kommt ein großer, aber der fährt ist eigentlich. Der kann warten. Also so, Thomas, wenn ich so im Spiegel gucke, hell sind sie schon mal. Schön. Ja, hell sind sie auf jeden Fall, richtig hell. Ja? Ja. Da sind die jetzt zu hoch oder zu niedrig? Kann ich so im Moment noch nicht sagen. Muss ich, ja, wenn du so gleich mal 50 Meter hinter mir bist, dann kann ich das sagen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall sieht man, dass, dass unten LED und oben nicht LED ist. Das sieht man auch vom Farb. Also vorne ist eigentlich auch LED, nur ist die Leistung wahrscheinlich unterschiedlich. Anderer Ton auf jeden Fall. Also die unten sind viel, viel heller. Also ja, weißer, sag ich mal. Ich glaube 40 Watt oder was die Dinger bringen. Musst du ausverlassen, wenn du eine E-Nummer haben willst. Aber denn du nimmst die ganz teuren. Straßenverkauf, verlaufe 9 Kilometer voll. Straßenverkauf? Also wäre eine Tanke gewesen, ja, guck mal an. Kannst du noch mal tanken? Kannst, okay. Kannst du die Lampen nicht ein bisschen dimmen? Nee, leider nicht. Wenn du die Birne so zwei Gewindegänge zurückdrehst, dann müssen die doch dunkler werden, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber man könnte mit Sicherheit dann Widerstand dazwischen setzen, dass die etwas leiser werden. Leiser? Ja, leiser. Leiser Minelli? Ja, oder so. Also die sind wirklich verdammt, verdammt hell. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn du mal das Video siehst, von mir das Video mal angucken und man sieht das im Spiegel, ich weiß es nicht, wie die Kamera das jetzt so aufnimmt. Wenn ich ja vielleicht ganz, ganz viel Lust habe, dann tue ich mal heute Abend so einen Ausschnitt mal raus und stelle ich bei in eine Gruppe mal rein, dass du das mal siehst. Ja, wenn wir nachher mal anhalten, dann kann ich die ja nochmal einen Ticken runterdrehen. Ja, so. Aber weil ich finde die nicht zu, also zu hoch finde ich sie jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja doch, sonst würden sie ja nicht blenden. Also mich blenden die auch nicht. Okay, ja, meine Spiegel sind tiefer, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Autofahrer haben nicht gemeckert, wenn ich hinter denen nicht gerade hergefahren bin. Die meckern erst im Dunkeln. Tja, Tommylein, dann muss heute Abend erst im Dunkeln nach Hause. Aber kannst du sie auch extra ausschalten, oder? Ja, die kann ich einen ausschalten, wann ich möchte. Ja, das ist ja gut. Ich meine, man gewöhnt sich daran. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt so, weil ich explizit darauf achte. Weil ich die Aufgabe bekommen habe, auf deine Lampen zu achten. Ich nehme meine Aufgaben eigentlich immer zu 150% ernst. Sehr ernst. Ja. Die Sonne kommt raus, ihr Lieben. Weil wir es verdient haben. Ja, du hast ja auch ein Sonnenkind dabei. Wir haben ja nur drei Sonnenkinder. Wer ist das denn? Ja, der Marco. Markus Lotz und? Und ich. Ja, klar. Glaubst du selber nicht. Ja, hallo? So bist du? Akku stand niedrig. Was sagst du? Folienkind bist du. Außerdem darf ich noch nicht so schnell reiten, ich habe frische Reifen. Ach ja. Also geradeaus geht schon. Ne? Ach hey. Aber normalerweise, jetzt habe ich doch, wie viel habe ich jetzt runter? Ja, ungefähr, ja, 32 Kilometer bin ich damit gefahren jetzt. Die ersten 100 Kilometer, sagt man ja, ne? Ist das hier die Brücke, die demnächst verschoben wird? Ja, ja, demnächst, also geplant April, glaube ich. Okay. Also dann wird die einfach rübergeschoben oder wie? Ja, eigentlich war das schon vor einem Jahr geplant. Ja, du siehst hier zum Beispiel, wenn du jetzt auf die Stütze guckst, das ist übrigens die Achse 20, dann siehst du drei Stützen hintereinander.
Und die wird von der äußeren, also wo sie jetzt steht, auf die mittlere geschoben und dazwischen, das ist so eine Art Brücke. Ja. Ne? Also auf den Stützen ist der Verschubträger, nennt sich das. Ne? Da drüber, und das ist an jeder Stütze ist so ein Verschubträger dran. Und darüber wird sie dann verschoben. Da kommt wer verschiebt die denn? Ja, machst du das mit deinem Kran? Nein, da kommt Spezialfirma. Da sind so Art Eisenbahnschienen oben drauf. Also so. Ach so, ja genau. Eisen, und dann wird das schön gefettet. Schön schmierig, glitschig gemacht und dann wird das. Leitmittel hilft. Mit Pressen wird das dann verschoben. Okay. Und dann kommt sie auf die äußere. Nee, auf die mittlere. Die äußere, auf die mittlere. Also die äußere ist schon an der richtigen Position. Ah, okay. Und die Pfeiler von dem ganz rechten werden abgemacht, oder die wie? Die werden wieder demontiert. Da kommt ein Radweg drüber. Was kommt da drüber? Ein Radweg? Ein Radweg, ja. Das sind nur provisorische Stützen. Nein. Doppelweg. Zählt dir ein. Doppelweg. Das ist einmalig, ne? In der Geschichte, dass so eine Brücke in der Länge verschoben wird. Das kann man bestimmt im Fernsehen angucken dann. Bestimmt. Ist sie denn gerade? Ist sie total gerade? Die hat eine Kurve. Und ist über 1 Kilometer lang. Ja, das ist ja dann noch schwerer, wenn die eine Kurve hat, oder nicht? Ja, ja gut, letztendlich muss sie an jeder Stütze, sage ich jetzt mal, 5 Meter muss sie geschoben werden. Ja, ja ist klar, die muss, ja. Egal, ob sie jetzt in der Kurve ist oder nicht. Und auch möglichst gleichzeitig. Ja. Boah, jetzt kommt da raus. Na, mal gucken, was Kali uns hier anbietet. Auch ein schöner Arsch. So, meine Reifentemperatur vorne 16 Grad, hinten 18. Ist das nicht ein geiles Feature? Ich möchte das nicht haben. Doch, das ist geil. Jetzt nicht bei mir an eine dann weißt du ganz genau, ne? Man sagt ja, die Reifen sind ab 10 Grad sind die griffig. So, und jetzt weiß ich zum Beispiel, meine Reifen sind schon über 16, also kann ich mich ein bisschen sicherer fühlen. Ich kann doch einfach auf die Uhr gucken und sagen, nach 5 Minuten ist es soweit. Ne? Zum Beispiel wird auch vielen Reifen so nachgesagt, so, ne? Also Temperatur bis 40 Grad, sag ich mal. So, wenn du jetzt schon allein Lufttemperatur von 40 Grad hast und dann noch den Asphalt, dann kommt die vielleicht auf 60, 70 Grad, dann weißt du, du musst vorsichtiger fahren, weil sie ja damit schmieren. Ja, das war das Problem auf Griechenland, ne? Ja, das war Matsch, ne, bei dir. Matsch? Matsch, oder? Der Matsch kühlt, oder wie? Naja, da bist du drauf rausgerutscht, oder? Na, auf dem Asphalt bin ich irgendwo rausgerutscht, nur immer im Gelände. Ja, und was war da jetzt für ein Problem in Griechenland? Mit dem Asphalt? Ja, weil das so warm war. Wir hatten ja locker 35 Grad draußen und du hast einfach gemerkt, also erstmal ist der Asphalt auch nicht so Bombe da, ne? Okay. Und du hast einfach gemerkt, in den Kurven, da ist schon mal ab und zu der Arsch beiseite geschlittert. Oha. Aber da bin ich nicht hingeflogen. ADAC. Wo denn? ADAC. Achso, ADAC. Kreuzberg kenne ich auch. Kennst du gar nicht. Doch, kenne ich. Wir arbeiten oft mit denen. Also die rufen uns öfters. Wo hat der denn geparkt? Ist der doof? Da oben am Dach, ne? Vor allem, wie ist der da hochgekommen? Wenn du weiter geradeaus fährst, was wir wahrscheinlich machen, 2 Kilometer geradeaus, ja. Seht ihr gleich auf der rechten Seite ein Flugzeug. Eine MiG 29, glaube ich, ist das. Ach die, ja, die kenne ich wohl. Die habe ich schon am Haken gehabt. Die habe ich von Soest, war die in Soest gewesen? Ich glaube Soest. Die gehört ja dem Berlet. Die habe ich in Soest demontiert und dann haben wir hier montiert. Entschuldigung. Oh. Junge, Alter. Also meine Reifen haben geschmiert jetzt, oder? Nee. Aber ich habe das Gefühl gehabt. Was hast du vorhin gesagt, beschwert euch nicht, wenn ich zu langsam bin? Wenn ich Strecke nicht kenne. Oh. Was meckert Roberta? Oh, das ist alles auf Video. Ja. Silvia, du bist bedeutend lauter als der Martin. Also, weil ich das Mikro wieder im Mund habe. Also ich höre euch beide gleich.
Vielleicht musst du Silvia-Kanal musst du lauter machen, Thomas. Was ist denn hier mit den scheiß Ampeln los? Da stehen sie nicht mehr. Ah, ja, genau, im Feuer war sie gelb. Jetzt sieht es aber hässlich aus. Ja. Guck mal, was sie für ein kleines Spätzchen vorne hat. Wusstet ihr eigentlich, dass hier Halbhagen, also gerade Hohensieburg, fast komplett dem Berlet gehört? Echt? Ja, also die Immobilien, hier die Lena-Arena gehört ihm. Die Trinkhalle, die da hinten war, gehört ihm. Also er hat sehr, sehr viele Immobilien hier. Ja, da hat der kann. Ja, auch von mir kann man noch viel lernen. Tja. Ja. Die ist ja auch viel mit deinem, wenn du mit deinem Kran durch die Gegend fährst, ne? Ja, da fährst du ja auch mal viel. Wie? Keine Vollbremsung, Silvia? Weiß man nicht. Aber Robert, warten. Robert ist hängen geblieben. Robert ist hängen? Okay. Ja. Fahr mal weiter, hier steht Polizei. Fahr mal weiter. Ja, gut, den darf er trotzdem hier anhalten. Nein, guck mal, Halteverbot. Halten weiter. Hier darfst du halten, ja. Roberta. Habt ihr hier noch Platz, ja? Ja, ja. Ja, irgendwann ist das unsere Ruhestätte hier. Nee, meine nicht. Ja. Das ist mit so nah an der Hauptstraße, das ist mit so laut. Irgendwann gehen wir alle in den Keller. Welchen Keller? Ja. Ja, und da oben ist die Hohensieburg, meine Damen und Herren. Hey. Da war ich eigentlich auch noch nie oben gewesen. Warum nicht? Weiß nicht, warst du da oben? Da ist Hohensieburg, weil die so weit oben ist, weil die so hoch ist. Genau. Wart ihr da oben schon? Ich war da noch nie. Okay. Oh, kommt ihr schon wieder rüber oder nicht? Er kommt rüber, ja. Jetzt kommt er aber rüber. Ah, Mann, Mann. Wir sind aber auch scheiße hier auf die Ampel, ne? Oh, der kackt ja, mitten auf dem Fußweg, ja. Ja, wollte ich ja sagen, der kackt erst mal mitten auf den... Bückt sich der? Der bückt er sich? Noch nicht? Doch, der bückt sich sogar. Ja gut, hat er Glück. Der bückt sich. Das ist ja, das verstehe ich ja nicht, ne? Dass die Hunde einfach, also hat man noch nie gemacht. Der musste immer eine Grünfläche haben. Ja, ne? Ich kenne das auch von unserem so. Was anderes ist, wenn du mal Durchfall hatte oder so, ne? Dann kannst du ja auch nichts sagen, aber. Wenn ich Durchfall habe, dann mach ich auch mal. Ja, wenn sie geht, geht sie. Was willst du machen? Ja. Aber ich vermisse mein Handy in der Mitte. Ich gucke immer noch in die Mitte. Und stelle fest, dass da kein Handy mehr ist. Richtig, richtig geil. Weißt du, wie scheiße das ist, wenn du einen Tankrucksack hast davor? Ja, gerade ja. Wenn du so in den Alpen fährst oder überhaupt im Urlaub hast du so einen richtig dicken Tankrucksack davor und musst dich im Prinzip so vorbücken, damit du überhaupt was auf dem Handy erkennst. Ne? Also. Ja. Ist das hier noch Hagen oder wo sind wir hier? Das ist noch Hohenlimburg. Und Hohenlimburg gehört zu Hagen, ja. Ja, Hagen, Hohenlimburg heißt das, genau.